Der Zirkus Flickflack ist bekannt für seine mitreißende Show mit Elementen aus Akrobatik, Stunts und Slapstick. Das Todesrad ist einer seiner Hauptattraktionen, bei der es absolut keine Möglichkeit der Sicherung gibt. Nun sind die jungen Artisten des Schulzirkus Pepperoni aus Hückelhofen erstmalig eingeladen, auf dem Todesrad zu trainieren. Flickflack, the modern art of circus, ist mit seiner neuen Show farblos auf Tour. Energiegeladen, knallhart und mit dem Herzschlag der Zeit zeigen die Top-Artisten in einem über zweistündigen Programm ihr ganzes Können. Eine der Attraktionen ist das Todesrad, das nun rund 15 junge Artisten aus Hückelhofen einmal hautnah erleben dürfen. Doch zunächst geht die Leiterin der Zirkus AG Bianca Schiff bei mittlerweile rasendem Pulsschlag als gutes Vorbild voran. Oder vielleicht doch nicht? Ich habe doch größten Respekt davor und der Puls ist schon ganz schön hoch. Ich gebe zu, dass ich Höhenangst habe und muss mal gucken, da jetzt möglichst smooth durchzukommen. Die Aufregung legt sich schnell. Und die Höhenangst ist plötzlich wie weggeblasen. In ca. 13 Meter Höhe schwebt sie durch das Zelt und genießt den Ausflug in die Welt der Artisten. Ja, es war Hammer. Ich habe ja wirklich den total hohen Puls gehabt und dachte, oh Gott, ich mit meiner Höhenangst da oben drauf. Aber es ist ein total cooles Gefühl. Es ist schön. Man hat das Gefühl, man fliegt im Zelt. Und ja, ich kann mir vorstellen, was den Reiz ausmacht, wenn man als Artist da oben rumturnt. Das ist echt klasse. Gerade solche Acts sind es, die das Programm von Flickflack ausmachen. Flickflack ist ein besonderer Zirkus, ein Action-Zirkus. Und ja, ich denke, jeder, der Flickflack irgendwie schon mal gehört oder gesehen hat, der weiß, es ist schwierig zu erklären. Erfahren und professionell erklären hingegen die Artisten dem jungen Nachwuchs, was auf ihn zukommt. Dabei steht die Sicherheit immer an erster Stelle. Augen nach vorne, gut an den Seilen festhalten und zur richtigen Zeit umgreifen. Und vor allen Dingen nicht vergessen, immer schön vorwärts gehen. Es war halt cool. Ich wusste halt nicht, dass man so ganz weiter vorne gehen muss. Ich bin, glaube ich, zu weit hinten gegangen und es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Cora Lee und Issa können jetzt noch viel besser einschätzen, was es heißt, ein Artist in der Show von Flickflack zu sein. Flickflack macht aus. Ich würde sagen, dass es sehr viele Adrenalin-Acts gibt, wie zum Beispiel das Todesrad, was hier gesehen wird. Oder ja, die Hochseilpyramide mit 7 Mann und ja, alle 2 Jahre immer irgendwas Neues, Verrücktes, was wir uns ausdenken. Mit stolzem Vaterherz, aber auch mit einer entsprechenden Anspannung, verfolgt Uwe Kallen den Ausflug seiner Tochter Hanna in das Rad der rund 11 Meter langen Metallkonstruktion. Also das war total cool und ich hatte auch die ganze Zeit so ein Kribbeln im Bauch, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich war aufgeregt und angespannt und natürlich aber auch stolz, dass sie das halt so mitgemacht hat, weil ich denke auch einfach, wann hat man nochmal so eine Möglichkeit, sowas halt durchführen zu können und mitmachen zu können. Es ist ja auch was fürs Selbstbewusstsein für die ganzen Kids. Deshalb finde ich das ganz großartig, dass sie das alle machen. Ja. Bei Iris Kuss entfacht das Training ihrer beiden Söhne tatsächlich den Wunsch, selbst einmal in das Todesrad zu steigen. Ich finde es einfach super, dass die Kinder diese tolle Chance kriegen. Das finde ich total klasse und die haben ja auch echt mächtig Spaß. Also super, 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 super. Wenn es klappt, gehe ich gleich auch rein, aber ich weiß noch nicht. Da habe ich mehr Muffen als mit den Kindern. Also als ich da hochgegangen bin, hatte ich ein bisschen Schiss, weil, naja, von außen sieht es echt schlimmer aus, als es von innen tatsächlich ist. Aber als ich dann drin war, ich war total hyped. Ich habe jetzt nicht nach unten geguckt, denn sieht man schon, dass es wirklich hoch ist. Und ja, wenn man eigentlich nur nach vorne guckt, dann ist es eigentlich richtig cool. Und man hat halt schon dieses Kribbeln im Bauch, aber es legt sich dann auch. Und jetzt hält es auch Iris Kuss nicht mehr auf ihrem Stuhl. Und sie nimmt wohl die einmalige Chance wahr und steigt ins Todesrad. Kompliment, wacker geschlagen. Auch für mehrere Dutzend Helfer und Assistenten ist jeder Act wieder eine Herausforderung, die benötigte Technik schnell in die Show zu bringen und für die Artisten sicher zu installieren.
Unser Todesrad ist 11 Meter lang und für uns ist es natürlich eine große Herausforderung, dieses 11 Meter lange Rad schnell in unsere Show zu bekommen. Dafür haben wir 4 Motoren bei uns in der Kuppel hängen. Und viele helfende Hände, die das präzise und professionell umsetzen. Als das Team der kolumbianischen Adrenalin-Crew diesen Act in anderen Shows sieht, sind sie begeistert und beginnen zu trainieren. Miro en otro artista y quise aprenderlo. Me gustó, me llamó mucho la atención. Und wie das dann aussehen kann, zeigen sie den begeisterten Pepperoni-Artisten einmal ganz exklusiv. Außergewöhnliches Training und eine tolle Erfahrung in der Welt von Flickflack. Riesending für so einen jungen Artisten, zum ersten Mal in einem Todesrad zu stehen, aber ich denke, es war schon nicht schlecht, da ist Potenzial. Bis zum 3. Juni gastiert Flickflack noch auf dem Bendplatz in Aachen und ist dann auf seiner Tour noch in Moers, Göttingen, Köln und Hannover zu sehen.